Ein Lenovo L14 geht nicht. Gar nichts passiert hier und verbraucht auch nicht. Die Stromversorgung ist in Ordnung, auch mit einem anderen Netzteil funktioniert nicht. Also abschrauben und schauen, was los ist. Ja, das geht ganz einfach hier. Deckel runter abschrauben und abnehmen. Ja. Okay. So, ich habe das Gerät also erstmal Rückwand abschrauben, also Unterboden, dann die Tastatur so leicht nach hinten schieben, nach vorne klappen. Ja, und abnehmen und hier die Konnektoren rausziehen. Und ja, genau so. Was ist das hier? Hier ist was reingelaufen. Ja, sieht man schon hier so Flecken. Also habe ich erfahren Wasser, ne? Also ich Wasser drüber gelaufen. Ja, so sieht das Gerät von innen aus. Ich habe hier schon den Akkustecker rausgezogen. Ja, und jetzt muss man komplett das Board ausbauen und chemisch reinigen und schauen, ob anschließend das Gerät funktioniert. Jetzt beginnen wir, indem man zuerst den Akku ausbaut. Dann muss man hier die Scharnier, also alle Leitungen trennen, die Scharnieren dann abklappen, rausnehmen und an alles entfernen von den Gehäuseträger und das Board auf der anderen Seite betrachten. Und das mache ich jetzt. Ja, und das Board hier ausgebaut, das ist ja, das geht relativ zügig einfach. Ich finde das Gerät sehr gut gebaut. Und hier kann man jetzt sehen, in dem Bereich hier, ja, der Chip-Prozessor hier, das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Muss auf jeden Fall alles gereinigt werden, also chemisch gereinigt. Komplette Platine, ne? Hier ist auch so ein Bereich. Wo war das nochmal? Hier. Ja, das sind ja Bakterienkolonien, die verschlammen alles, verursachen Säure, entwickeln sich hier an solchen Stellen. Und auch die Konnektoren hier, genau das gleiche sieht man mit der Kamera vielleicht nicht so gut. Ich habe aber schon unter dem Mikroskop gesehen und das ist natürlich nicht alles. Das sind solche Wandler hier, die genauso betroffen sind. Dann hat man ja Widerstände und Kondensatoren, wo Überleitungen entstehen können. Und das kann man ganz nicht immer sehr gut erkennen. Ja, das sind solche Metallfilmwiderstände und keramische Kondensatoren. Das muss man alles ganz, ganz genau schauen, aber das Schauen alleine hilft ja nicht unbedingt. Ja, ja, muss einfach gemacht werden. Okay, ich werde das Board reinigen und testen, ob anschließend funktioniert. Was man noch machen müsste hier oder auf jeden Fall überprüfen in so einem Fall sind alle Leitungen auf die Seite. Ne? Die müssen absolut sauber sein. Wenn irgendwo eine davon betroffen ist, dann auf jeden Fall reinigen, wenn es noch möglich ist, oder ansonsten austauschen. Ja, theoretisch selbstverständlich hier auch solche Spuren beseitigen. Ne? Auf dem, ja, überall wo, ansonsten arbeiten weiter, die Bakterien vermehren sich und verursachen solche Oxide, die wiederum auf Platine gelangen können und Schäden verursachen. Ja, eine neue Tastatur ist klar, wird hier hinfällig sein. Da kommt man leider nicht vorbei. Okay. Ja, also hier ist die gereinigte Platine soweit und versiegelt. Und mit Alkohol nochmal. Und dann nachher habe ich sie leicht bei etwa 80 Grad warm gehalten, damit die alles, was drauf ist und sich bewegen kann, stirbt. In Klartext. Was jetzt so aussieht, sieht ja unter einfacher Mikroskopkamera. Ich schalte mal das hier hin. Und dann versuche mal jetzt. Genau. So
relativ schwer zu erwischen, damit man sehen kann, wie schnell das geht. Also hier genau in der Mitte dort, da sieht man, dass die Legierung angegriffen ist und schon oxidiert, und hier nochmal in der Mitte des Bildes die zwei etwas angeraute Pins. Das gleiche gilt hier genau für den in der Mitte jetzt. Es ist nicht so gut sichtbar auf der Kamera, etwas abgedunkelt ist, aber es sind keine Überleitungen. Das war wichtig, dass keine Überleitungen zwischen die Pins entstehen. Ja, jetzt werde ich das Ganze zusammenbauen und schauen, ob was gebracht hat. Und so, das Gerät zusammengebaut. Passiert nichts. Also nichts hat sich geändert, funktioniert nach wie vor nicht. War natürlich, ja, Hoffnung in Elektronik ist so eine Sache, aber man hat es probiert. Sicher, die Schäden sind groß bei sowas, weil eine Überleitung, Kriegsströme und so weiter, dann führen zu schwer stark veränderte Schaltungen, gerade in den Stromversorgungsbereich, was natürlich schwere Schäden verursachen kann. Die Spannung hier am Eingang habe ich schon gemessen, ist vorhanden, aber sonst wird er abgekattet. So eine der Wandler bzw. der Chipsatzprozessor, die Maschinenebene ist komplett ausgeschaltet, auch die Stromversorgung, auch Ladegerätsystem hier des Akkus, nichts passiert. Ne? Damit das Gerät angeht, also wenn man den Deckel rausnimmt, hier ist ein Mikroschalter, ja, das ist halt hier, der muss betätigt sein, der wird von dem Deckel gedrückt, zusammengehalten, und ansonsten kann man das Gerät nicht einschalten, also halten. Und dann müsste der Netzstecker hier raus, rein, und der musste dann anschließend hier Strom ziehen. Aber man kann ja sehen, wie das pumpt ja leicht hin und her, versucht einen Systemstart und dann bricht er wieder zusammen. Das war's dann. Ja, also für das Gerät bräuchte man ein neues Board und die Tastatur noch dazu. Also wenn ich jetzt hier einschalten, also der Knopf. Da passiert gar nichts, also nichts, absolut nichts, und die Stromaufnahme bleibt ja auch so niedrig. Akku wird auch nicht geladen. So, dann kann ich ruhig den Finger hier im Stecker rausziehen. Ja, in dem Falle musste ich auch hier den Akku abtrennen. Es hat keinen Sinn und das Gerät ist dann nun mal leider erledigt. Also bei Flüssigkeit, Wasserschäden aufpassen, die Geräte sind sehr empfindlich, wie man gut hier sehen kann, und leider nicht immer reparabel in dem Sinne. Na. Okay, schade, aber das war's ja erstmal.